Peter Bartke hat heute mal ein kleines Indie-Spiel mitgebracht und stellt uns das genauer vor. Was hast du da ausgegraben? Ja, ich habe da was ganz Süßes dabei, das ist nämlich Reus, oder eigentlich heißt es Reus. Das kommt nämlich aus dem Niederländischen, deswegen die seltsame Aussprache. Das hat ein wirklich kleines Team entwickelt von gerade mal 4 Studenten, das ist ihr Erstlingswerk. Und dabei rauskommen ist ein richtig schönes Spiel. Was genau für eine Art von Spiel ist es? Wir sind hier 3 Giganten, die offensichtlich auf einem kleinen Planeten unterwegs sind. Aber was spielt man und was ist das Ziel? Der Spieler übernimmt die Rolle des Planeten tatsächlich und die 4 Giganten sind so seine Helferlinge, die man dann eben rumschickt um diesen kugelrunden Planeten herum. Jeder Gigant hat eine Terraforming-Fähigkeit, damit kann man Sümpfe anlegen, Ozeane, Wälder oder eben auch Wüsten. Und es geht darum, Siedler anzulocken, die sich da eben niederlassen. Das macht man, indem man Ressourcen im Erdboden verbringt oder indem man Sträucher anlegt und eben dadurch für Nahrung, Reichtum und Forschungspunkte sorgt. Das heißt, es ist im Grunde ein Aufbauspiel, aber wir spielen nicht die Siedler, sondern wir spielen ihre Umgebung. So ist es. Es ist alles indirekt. Und man hat auch keinen wirklichen Einfluss, was sie machen. Ab und zu bauen sie dann eben solche Projekte, heißt das. Das sind einfach irgendwelche Bauwerke, die dann entstehen. Da muss man dann die Ressourcen anliefern dafür, dass es überhaupt klappt. Und dafür kriegt man dann einen sogenannten Botschafter. Das sind diese kleinen Figürchen da unten. Den kann man dann auf die Schulter von einem Giganten setzen und dadurch werden neue Fähigkeiten freigeschaltet. Zum Beispiel Aspekte. Damit kann man dann bestimmte Ressourcen noch, ich sage mal, verzaubern und die transformieren, dass sie mehr Ressourcen bringen. Und was ganz wichtig ist bei dem Spiel, das macht das schon fast zu so einem Puzzlespiel, sind die Synergien. Die Welt ist in ganz viele kleine Bereiche aufgeteilt und es geht immer darum, 2 Ressourcen, die nebeneinander sitzen, haben Wechselwirkungen aufeinander. Und man muss eben die richtigen davon finden und das so ausnutzen, dass man den maximalen Ertrag bekommt. Das ist ganz schön knifflig. Wir hatten gerade eine Einblendung, it's time for the planet to sleep again. Ist das irgendwie praktisch in Phasen aufgeteilt? Das Spiel fängt quasi immer wieder neu an. Es hat eine Partie, dauert am Anfang erst nur 30 Minuten. Später, wenn man dann ein paar Partien hat, werden 60 Minuten Partien freigeschaltet. Dann bis zu 2 Stunden lang dauert eine Runde. Und das ist auch ein Kritikpunkt am Spiel, denn die Anfangsphase von jeder dieser Runden ist eigentlich immer gleich. Du machst immer das Gleiche und du hast auch keine Möglichkeit, die Geschwindigkeit zu verändern. Bei dem langsamen Spieltempo nervt es dann nach einer Weile doch ganz schön, wenn du immer wieder die gleichen Aktionen da machen musst. Was ein bisschen Abwechslung reinbringt, sind hier diese Kriege. Die sind jetzt wirklich nicht fantastisch animiert, aber ab und zu gehen Dörfer halt aufeinander los. Sie können sogar die Giganten angreifen und dann muss man eben ein bisschen den göttlichen Zorn walten lassen und so ein Dorf in Schutt und Asche treten. Also das kann man dann doch auch. Ja, allgemein sind allerdings die Interaktionsmöglichkeiten sehr beschränkt. Deswegen ist es auch für mich kein wirkliches God-Game wie eben Populous oder in Black and White. Es ist fast schon eher ein Puzzlespiel, aber ein gutes. Und wer sich dafür für dieses Knobeln begeistern kann, der hat da durchaus ein bisschen Spaß mit. Wo kann man es denn kriegen? Ja, das ist ein Steam-Spiel, nur als Download und sehr günstig für knapp 15 Euro. Da kann man nicht meckern. Und es ist ein Erstlingswerk. Ich denke, das sollte man auch bedenken, dass die Leute gerade, wenn dann überhaupt am Anfang ihrer Karriere stehen, ich muss sagen, gerade schon dieser sehr schnuffige Stil hat doch was für sich. Auf jeden Fall. Es ist einfach hübsch anzuschauen.